Vollen Stadion Wohnhaus zum heutigen Verbandsliga-Spiel des ersten FC Recklinghausen gegen SV Bökendorf. Gästetrainer Marc Beinecke hat sich heute für folgende Anfangsformation entschieden. Im Tor mit der Nummer 23 Larissa Grüning. Mit der Nummer 2 und Kapitän Yvonne Hansmeier. Mit der Nummer 6 Christina Drewitz. Die 7 Laura Dammeier. Mit der 8 Svenja Lessmann. Die 9 Sarah Mönnekes. Die 10, Carla Oehlmann, mit der 11, Nike Dottwitz, die 13, Fee Vanessa Engenius, mit der 15, Pamela Jahn, die 17, Ina Wöhn. Als Vorsitzende steht zur Verfügung mit der 1 als Ersatztorhüterin Annika Krümer, die 3, Sarah Brecker, die 4, Laura Schulte, die 12, Carla Wöhn und mit der 18, Lena Thumann.
18. Spielminute gleicht der SV Mödendorf aus. Neuer Spielstand 1:1. Torschütze mit der Nummer 2, Yvonne Hatzmeier. Heimatnah, ne? Ja, bitte nicht weit. Oh, das ist heute so ruhig. Oh, nee. War du nicht mehr? Richtig, ja. Und hier läuft es ja gut. Hier hast du ja von der U11 alle rauf, ne? Ja, und wenn du ein paar Mädels von der ersten gewinnst, die mal irgendwie Co-Trainerin machen oder irgendwie. In der 62. Spielminute Spielerin wechseln bei FFC Recklinghausen. Ausgeschieden mit der Nummer 8 Tanja Baumann und mit der 13 Christiane Bechitzer. Dafür neu spielen mit der 7 Paris Kürzel-Rüppel und mit der 22 Linda Grünberg. Er wacht wieder auf. Leider ein bisschen auch anreizen, ne? Mhm. Aber auch wieder zu viel gefummelt, weißt du? Wie ist sie jetzt? Das ist wieder, der Ball ist weg. Spielt die Melina eigentlich noch? Die wer? Melina. Welche Melina? Meinst du die Lina? Nee, Lina. Mit der Hunde auch mal auf. Ah, ja, Spezialisten hier sitzen. Ja, gut, dafür ist der Kreis ja auch. Ne? Ja, genau. Der Kreis ist ein Dreieck, aber ist egal. Schön. War aber ein schöner Ball. Der war nicht einfach zu nehmen. Das war jetzt dumm.
Maschine. In der 90. Minute noch ein Spieler gewechselt, weil das von Bündendorf für die Moderation ist, ein Ergebnis. Und im Spiel geht es auf Jana Wöbel.